unser neues Format Du mit der Natur. Ja. Und so schön, da gehen wir jetzt gleich auf. Ja. So. Super. Also, ich will ja wieder was Outdoor zeigen. Und schön der Vogelgesang. Ja. Ich finde immer ätzend, wenn ihr was, wenn ihr was in der Wald bringt, nehmt es wieder mit, Freunde. Ja. Und ich wollte eigentlich noch was Sportliches machen, aber ich habe mich so am Fuß verletzt bei der neuen Arbeit. Ich habe einen Spinnerfreund im Kopf. Ich will auch jetzt nicht stören. Ich habe Angst, dass ich so nicht. So, der kleine Freund setzt mir irgendwo ab, wo es ihm besser geht. Da hätte auf dem Kopf die Probe nicht. Das ist halt, wenn du durch den Wald laufst, ist halt auch deine Insekten. Häufig. Wie geht es noch? Jetzt hängt ein Baum, das hängt gut. Ja. Dass man halt die kleinste Lebewesen beschützt. Ja. Ich habe auch keine Arbeit vor Insekten. Da haben jetzt eine Baumlacke, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufgenommen hat. Wenn irgendwo vom Metzger Fleisch ist, dann mache ich das, um irgendwas überleben zu sichern. Ja. Aber ich muss nichts töten und ich muss nichts kaputt machen, wo keinen Sinn macht. Und man muss auch jedes Leben respektieren. Und nicht zu meiner Fußverletzung. Ich habe einen neuen Arbeitsplatz, muss mir natürlich neu einschaffen. Die Geschwindigkeit muss halt noch besser werden. Da kriege ich halt richtig Leistungsdruck. Oh, da ist halt auch was mit dem Stativ passiert, da muss ich auch mal. Oh. Chaos pur hier. Mal gucken, dass das irgendwie wieder neu streamen. Ich will vormachen für jede Aufnahme starten. So. Oh. Oh. Ja, also ich da wieder an die Finger haben. Auf jeden Fall, die Leistung muss halt schneller werden. Obwohl ich eigentlich ein guter Stück sein habe im Geschäft, aber muss halt noch deutlich besser werden. Ja. Ja. Nur jetzt. Muss halt deutlich noch besser werden. Mal Stückzahlleistung. Und auch jetzt Vollgas geben. Und nicht, wenn das da aus der Maschine kommt, ist das voller Bohrwasser. Dann muss ich das Bohrwasser mal schön ausschütten. Voller Stress. Dann ist es raus da und mir hat über Fürs geschüttet. Und das hätte mir auch einer vorher sagen sollen, wie gefährlich das ist. Wenn du ein bisschen Bohrwasser in die Haut kriegst und hast du eine Stunde lang, da schält sich die Haut an der Hand ein bisschen. Jetzt habe ich aber das gar nicht gemerkt, dass mir das Bohrwasser über die Füße schüttet von lauter Stress. Und jetzt hat der Teamleiter, das, Gott sei Dank hat er es wenigstens gesagt, dass das dass abends, wenn ich so mal schön einschütte und nicht auf die Füße, weil es geht auch durch die Stahlschuhe, durch die Arbeitsschuhe. Und dann schält sich die Haut extrem, weil es ja da schon ein paar Liter sind und ein paar Stunden einziehen kann. Ich habe einen Schmerzen gehabt wie ein Gaul. Heute gucke ich es an. Kleine Zeier voll geschwollen. Und im kleinen Zeier ist die Haut so weg. Da guckt das pure Fleisch raus. Das sieht aus, wie wenn du Puderfleisch auf dem Kichertisch hast. Das ist richtig eine schwere Verletzung. Und deswegen humpel ich noch rum und deswegen mache ich heute keine sportliche Aktivitäten mit euch im Wald. Ja. Das ist gesagt, im Wald kann man auch sich fit machen. Ja? Da kann man, wie so, Fitnessstudio kann man auch fit machen. Ich mache beides. Mache man im Wald fit, mache man im Fitnessstudio fit. Ja? Jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, der Weg geht ein bisschen länger, muss ich sagen. Da hat wieder einer seinen Müll nachgeknallt. Ja. Da sind kommen die Jungbäume. Ja, vielleicht hätten wir da weiter runterlaufen sollen. Ist ein bisschen blöd jetzt. Aber. Wie schon gesagt, ich habe auch heute Hände gehabt mit den Füßen. Ich habe mir heute auch mit einer Salbe eingerieben. Schmerzhemmend zur Entzündung gegangen zurück.
Ja, und haben geschrien, als ich mir da so gut drüber gezogen habe, geschrien wie ein Berglöwe vor Schmerzen. Weil es so weh da hat. Jetzt mit der Zeit, der Schmerz ist fast weg, aber trotzdem, ich spüre halt den Fuß, den rechten Fuß, kannst du nicht so belasten, wie es eigentlich sein soll. Es sind zwar nur die kleine Zehe, aber es macht schon viel aus bei der Beinbelastung. Also, ich muss mir da reinzogen. Ja. Ich finde schade, dass der Weg da aufgehört hat. Wenn er keine gerade Fläche so geht, wo man filmen kann, das ist halt immer blöd, da kommt ein Fahrradfahrer vorbei. Okay, können wir. Der Pferdefreund, so. So. Ja, dann laufen wir weiter. Ich habe ein scheiß Messer dabei, das kannst du nicht einklappen. Das habe ich im Supermarkt gekauft. Ja. Muss man aufpassen, dass ich mich nicht selber verletze. Aber ich muss mir mal mehr ausrüsten mit einem besseren Messer. Ja. Wo man auch einklappen kann. Scharf ist, aber du solltest halt auch am Wald ein Messer haben, wo du einklappen kannst. Nicht um Angst hast, wenn du das Messer rumdrehst, stechst du selber ab. Das wird schon praktisch sein. Da will ich mir ein bisschen ausrüsten. Und wenn ich die perfekte Fläche finde für das, dann können wir das machen. Ja. Sechs Minuten haben wir schon. Ah, ist kein Problem, dann geht es halt ein bisschen länger. So. Da ist auch, wenn das immer ätzend, wenn der Müll rumliegt, muss ich sagen. Nehmen wir den Müll mit. Wenn ihr in den Wald reinbracht, dann könnt ihr dann wieder raustragen. Ja. Dass ihr den Wald so hinterlasst, dass die anderen nach euch auch einen schönen Wald haben. Ja. Weil das ist bestimmt nicht da von der Natur her so gewachsen. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Ja. Gehört definitiv nicht der Natur. Auch Mucke ist da oben. Nee, Wespe. Keine Ahnung, was das heißt, oder? So. Okay. So, Thema. Falls die Zivilisation zusammenbricht, weil Corona so schlimm wird, dass alle sterben und viele sterben und wenig überleben, oder ein Angriffskrieg gibt, wo die Nahrungskette ganz weg ist, oder ihr im Wald sind mittel an der Pampa und habt nichts zum Essen, müsst aber noch ziemlich weit bis zum Auto. Ein Wolf hat euer Rucksack mit Lebensmitteln, oder da war so ungünstig, als an der Bach nachgefallen ist und mitgenommen. Und ihr solltet schon ein bisschen was essen, bis ihr nächste Ortschaft kommt oder wünscht euch ein neues Auto und habt noch einen ganz langen Weg. Und ihr seid kurz vom Verhungern oder vom Kreislaufkollaps. Was macht ihr da? Da gibt es Notnahrung. Und das möchte man nur, dass man nicht verhungert oder dass man also nicht der Kreislauf zusammenbricht bei ihrer Mordsitz, dass man halt einfach sich notdürftig ernährt. Das möchte man nicht aus Spaß, das möchte man nicht aus normaler Hunger. Wenn ihr was Gescheites dabei habt, dann esst ihr das. Falls das alles wegfällt und ihr kurz vom Verhungern sind oder vom Kreislaufkollaps, quasi wenn echt nichts mehr gibt, dann macht ihr das. So. Und Vogel. Oder Vogel, alles Freunde. So. Ich wollte mir eigentlich heute ein neues Messer kaufen, aber ich war heute Morgen da mit meinen Füßen beschäftigt, weil die da echt Schmerzen haben. Und ich habe gedacht, die Zeit wird knapp. Dann hätte ich mir noch ein anderes Messer gekauft. Ja. Aber. Oh, da kommt Waldarbeiter, kommt Fahrradfahrer, die will man jetzt nicht filmen. Aber ja, sonst hätte ich vielleicht danach laufen, mal gucken. Ja. Erfahr die Freunde so. Ja. Uhr. Man merkt halt, es ist halt ein wunderschöner Tag. Da fährt halt Hund und Kunst rum und ja, wenn man einklappt, der Messer ist besser, kommt man vor wie so ein Volltrottel mit einem offenen Messer so rumzulaufen. Kommt man vor, als wäre so ein Jack the Ripper. Der Vogel, der hat uns ja vorher schon begleitet. Ja.
Also, ich weiß nicht, ob das ein Zäh hat. Ja. Hallo Freund. Aber da haben wir von den vorigen Vorschau Aufnahmen gemacht. So. Ich glaube, jetzt haben wir so eine Stelle, wo ein bisschen 10 Minuten. Ich bin noch gar nicht zum Wesentlichen gekommen. Was ist schon Notnahrung? Ja. Wenn ihr Proteine braucht, ja, und es geht nur in der Not, guckt, wo Regenwürmer gibt. Nehmen wir den Regenwurm, der hat sehr viel Proteine. Und jetzt möchten wir, wie schon gesagt, kurz, wenn man vom Verhungern ist oder vom Kreislaufkollaps, Proteine sind für den eigenen Zellergehalt da, für Wundheilungsschnelle. Und wenn man nichts anderes hat, dann isst man das. Dann nimmt den Wurm schnell in den Mund, schnell kauen, lang kauen, ja, dass er schnell stirbt und dass er auch gut zerhackt ist vor dem Schlucken. Weil nicht, dass ihr einen lebendigen Wurmmagen, der euch Löcher in der Magen einhaut, das darf nicht sein. Und ja, das wäre zum Beispiel, es habe jetzt keinen Wurm, ich habe es jetzt erzählt, wie es funktioniert, weil ich daheim der Kühlschrank voll, dann frisst man keine Würmer und ich wäre nicht weit weg vom Auto. Und was auch eine gute Quelle ist, und das ist ja die wenigste. So. So. Und das Zeug, deswegen habe ich auch das Messer dabei. Oh. Scheiße, Donner. So. Oh. Ich bin heute nur mit Handicap besät. Wir haben das Stativ gar nicht so alt und trotzdem hängt schon da ein Fetzen zum Kotzen. Hey. So, zum Kotzen. Hey. Muss ich einfach mal sagen. Ja, ist, ja, so. Also, hier ist das Messer dabei. Ja. Und das geht bei Tanne, kann man machen. Und das ist nur Notnahrung. Wie schon gesagt, wenn ihr nichts zum Essen dabei habt, das Essen flöten gegangen ist oder nichts zum Essen findet und Zivilisation ist zusammengebrochen, ihr kurz vom Verhungern und Kreislaufkollaps, dann kann man es machen. Das möchte man nur, wenn man in der Not ist. Ja. Und es geht mit einer Tanne. Ja. Das ist der Tanne. Wenn die Baum nicht klappt, dann nehmen wir den nächsten Baum. Ach, Glückwunsch, Stimme. Also, die Rinde ist außer nicht essbar, aber wenn die mit ist, macht es nichts aus. Ja. Aber was wichtig ist, ist die Innerschicht, das ist die Gambium-Schicht. Und die Gambium-Schicht hat sehr viele Nährstoffe. Ja. Die hat Mineralien, ja, die hat Kohlenhydrate. Die hat Calcium, Zink und du musst ja auch gar nicht satt essen. Das bisschen hat so ziemlich viel Kohlenhydrate. Da geht es nicht, dass du satt bist, sondern geht's, dass du halt gewisse Nährstoffe hast, gewisse Energiequellen hast. Und da isst du das Kleinigkeit schon und dann hast du schon ein bisschen mehr Energie, bis du daheim bist oder andere Nahrungsquelle hast. Ja. Mit Pilz bin ich vorsichtiger. Ich darf keinen Pilz essen, weil ich mit Pilz nicht auskenne. Muss ich sagen, ich kenne im Fall vieles aus. Ich weiß auch, wie man im Wald bleibt. Wenn es falls die Zivilisation zusammenbricht, ich weiß, was man im Wald machen muss, um an die gewissen Nährstoffe zu kommen. Und das ist halt jetzt nicht lecker, muss ich sagen. Das ist halt, dass du schnell Nährstoffe hast, um zum Überleben. So.
Schmeckt eigentlich nicht übel. Auf einer Art ist es so, wie wenn du Papier isst. Ja? Auf andere Art ist schmeckt es irgendwie lecker noch so, ja, hat ein bisschen Holzgeschmack. Aber wie gesagt, das möchte man nicht aus Spaß, das möchte man, dass man verhungert. Und das bisschen gibt schon ganz viel Energie. Ja, das, ja. Das ist so, wie wenn du 3-4 Energieriegel frisch aufhörst. Also. Eine Stunde. Gut kauen. Wenn ihr drei Stücke dann und ihr an einem Energiefutter starbt, das ist auch nicht gut. Ja. Wie schon gesagt, ich habe es jetzt nicht gern gemacht. Das möchte man nicht aus Spaß. Das möchte man nicht auch als Experiment. Ja. Das möchte man nur, wenn man vom Verhungern ist. Oder, ja. Ich finde auch, das bisschen echt satt. Aber wenn ihr da drei mehr braucht, dann könnt ihr da von dem Baum ein bisschen, von dem ein bisschen und von dem Baum ein bisschen. Da hat der Baum eigentlich keinen direkten Schaden. Da hat kein großer Schaden, meine ich. Aber alles ein bisschen lang, du bist schon satt, du hast schon die Schnauze voll und du hast auch Energiequelle. Wie gesagt, das schmeckt wie Pappe. Ich habe es jetzt gemacht, auch aus Notdurft, um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. Dass ihr, wenn ihr in einer Notlage kommt, das wisst, wie das funktioniert. Das war das, falls ihr, ich habe es jetzt nur gezeigt, ich bin ja jetzt nicht vom Verhungern und ich bin auch nicht vom Kreislaufkollaps, dass ihr wisst, wenn ihr in einer Notlage kommt, dass ihr euch damit helfen könnt. Kann sein, ihr seid im Wald mit ein paar Tagen oder einem Tag, Kollege, ich habe kein Futter mehr und was auch immer, warum. Und der Kollege hat einen Kollaps oder so und der braucht geschwind irgendwas, dass er wieder bei Sinnen kommt. Dann könnt ihr das nehmen zum Beispiel oder kurz vom Verhungern sind, dann nehmen wir das hin und wieder Mordsenergie. Ja. Dabei, wenn der Kollege unterzuckert ist, da eigentlich sogar noch Cola oder Schokolade besser wäre. Aber das könnt ihr auch machen, bis der Notarzt kommt. Ja. Lass mal das Messer da. Muss man da ein besseres Messer von der Wald kaufen. Ja. Wir sind Kobras, wir sind Überlebenstiere. Streik vor Streik hat noch Morsi. Ja. Cobra Kai never dies. Ich zeige ein bisschen Landschaft und dann machen wir aus. Ich hoffe, ja. Das bringt euch was weiter selber, weil ihr solltet auch die Natur ein bisschen kennenlernen und ja. Und immer die Hand runterhalten. Da habe ich halt ein bisschen davon abgeschnitten. Ja. Und die Hand runterhalten, weil sonst fliegt es auf den Boden und findet es nicht mehr. Ja. Und da habe ich halt meine Hand nicht runtergehalten, ist halt runtergefallen und war weg. Das ist dann scheiße. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, liebe Freunde. Das ist der Kanal der Vielfalt, der Buntheit, der Demokratie. Gegen Rassismus, für das Miteinander. Yeah.